einem hochkarätigen Programm mit über 300 Fachvorträgen, wertvollen Impulsen von Startups und vielem, vielem mehr. Und vor allem auf jede Menge Raum für wertvolle Gespräche. Das ist die Altenpflege 2022. Herzlich willkommen zu dem Branchenhighlight des Jahres. Marc, es geht los. Es geht los. Es geht los, endlich wieder live. Draußen sitzen Leute, wir sind aber noch nicht umgezogen. Wo sind wir hier? In Essen, auf der Altenpflegemesse. Herzlich willkommen. Wir freuen uns total, endlich wieder live. Yeah. Ja, ich bin die Sean. Ich bin Marc. Und wir sprechen über das geilste Thema der Welt, nämlich über die Pflege. Und dann nehmen wir euch die nächsten 3 Tage mit. Übergeben das Wort dem Dominik Wagemann. Bis gleich. Ciao. Ciao. Jetzt wünsche ich uns gemeinsam eine gute Einstimmung auf die Altenpflege 2022. Viel positive Energie. Jean und Marc stehen bereits in den Startlöchern. Lieber Marc, lieber Jean, the stage is yours. Hallo und vielen Dank. Danke, Dominik. Alzheimer oder Demenz gesprochen worden, da hieß es, der ist ein bisschen verkalkt. Mhm. Und habe da von der Validation bis Aromatherapie wirklich alles mitgenommen. Und als meine Kinder dann größer waren, habe ich dann die Weiterbildung gemacht. Diese Altenpflegemesse. Also meine ersten Eindrücke, es ist sehr groß, es ist sehr viel los hier, es gibt eine Menge Dinge zu entdecken und ich freue mich auch schon sehr, auf Entdeckungsreise gleich zu gehen. Ich auch. Wir ziehen uns gleich um, in Rot und Jeans. Und Jeans. Und dann geht's los. Ja. Und dann werden wir viel, viel, viel erkunden können. Gute Arbeitsbedingungen in der Pflege, ein Herzensprojekt von Claudia Moll. Wie geht's dir? Wie war die Eröffnung? Impulse, die du mitnehmen konntest? Ich denke, wir haben eine schöne Messeeröffnung gestaltet. Ihr habt sie mitgestaltet. Danke euch nochmal. Und man merkt es jetzt auch hier im Rundgang, auch wie Frau Moll sagt, ich wäre gerne noch viel länger hier, muss leider gleich wieder los. Ja. Messe ist einfach Erlebnis. Ja. Und Gefühl und Austausch. Spaß und Austausch und Emotion. Und ja, und deshalb, ich bin auch ganz positiv berührt. Ja, glaube ich auch. Dankeschön. Ja. Danke euch. Hey, Herr Aalt, stopp. Lukas Sander, der rasende Reporter. Der rasende Reporter. Komm her, stopp. Hi, grüß euch. Gehört auch zum Vinzenzladen. Was machst du denn hier? Was ist das für ein Ding? Das ist ein Elektrofahrrad. Das ist ein sogenanntes Werbebike. Und wenn ihr hier mal seitlich drauf guckt, dann könnt ihr sehen, dass hier so eine große Fläche ist. Hier kann man seinen Motorradclub oder seinen E-Bike-Club draufdrucken. Man kann aber auch seinen Pflegedienstnamen da draufdrucken. Und das ist eigentlich das Coole für einen Pflegedienst. Es macht nicht nur super viel Spaß, damit zu fahren, sondern man kann eben das wirklich auch für den Pflegebetrieb so nutzen, dass die Leute draußen auch sehen, aha, da kommt Sanders Pflegedienst und ist hier unterwegs bei uns im Viertel. Und es macht den Leuten eben auch Spaß. Ihr seht ja, das sieht so ein bisschen aus, naja, wie so eine... So eine Harley sieht Harley, das aus. Ne? Ja, aber also, das macht total Spaß. Das hat hier so eine Anfahrhilfe, wenn du hier drauf drückst. Dann geht das gleich ein bisschen los. Die sagen, wir haben im Moment noch so ein bisschen Problem, die Mitarbeitenden davon zu überzeugen, dass ein Elektrofahrrad irgendwie das richtige Fortbewegungsmittel ist. Wenn wir es dann erstmal ausprobiert haben, dann ist es ganz große okay, Klasse. Ja. Und deshalb sage ich, kommt mal hierher zur Altenpflege 2022 in Essen, kommt zur Sonderfläche Focus Fuhrpark, guckt euch dieses Ding an und dann nimmt es am besten gleich noch mit nach Hause. Aber es ist nachhaltiger und es ist natürlich günstiger als ein Auto. Definitiv. Und also es kannst ist auch gesünder. Also steht hier auch draußen dran, habe ich gerade gesehen. Kannst du mir mal da draufsetzen? Ja. Kann man da ganz normal damit auch fahren? Ich rate dir, dreh doch mal ganz entspannt erstmal um. Dreh doch mal ganz entspannt um. Ich muss jetzt in die Pedale treten und diesen kleinen Knöpfchen da drücken. Und dann fährt der an. Aber fahr dem da bitte nicht die Schnürsenkel ab. Tschüss, Jan. Achtung, Influencerin im Tiefflug. Und wie ist es? Gut. Macht Spaß. Ja, jetzt stell dir mal vor. Sag mal, können wir mit dem Ding nicht mal auch raus? Oder, ja? Hier, fährst doch mal da draußen so ein bisschen rum. Ja, Marc. Ich kann das gerne machen. Dann müsst ihr jetzt mal hier die Mikros alle halten. Ich sag nur adieu. Leb wohl, schönes Rad. Oh, ich halte die Tür auf. Hier spricht die Pflegelogo drauf und dann fahren wir damit zu den nächsten Talks. Ja, komm. So, Marc, das geht ja so nicht. Vorsicht bitte. Du hast ja nur, du musst mal die Unterstützung höher schalten. Wie war es denn jetzt für dich hier? Das war ein Traum. Es ist nur ein bisschen tief eingestellt, der Sattel. Ich muss eigentlich einen Tacken Du hast auch noch nie auf dem Shopper gesessen, oder? Nee, Marc. Ich bin mehr so der Trekking-Typ, ne? Das ist es voll ausgestattet.
Ja, alles, was man für die Pflegerunde bräuchte. Genau, mit Gepäckträger, mit Satteltasche. Eben dann hier auch nochmal wichtiges Erkennungsmerkmal, dass man hier noch eine Folierung mit drauf tun kann. Und, wenn man da noch die Folie oder die Beschriftung drauf hat von der Firma, dann bleibt das auch irgendwo im Gedächtnis. Ja. Richtig, richtig cool. Vielen Dank. Von hier spricht die Pflege. Ja, das ist unser Cruiser. Extra für Pflege gedacht. Du hast auf jeden Fall, ich sehe, Marc, du hast hier eine Einstiegshilfe. Das ist für die alten Männer. Komm schon. Können wir setzen uns rein. Vielleicht einfach mal die Treppe nehmen sollen. Ne? Ja, schau, das geht so eleganter. Leicht. Lukas, wie fühlt es sich an da vorne? Also ich müsste das hier nochmal für mich persönlich nachjustieren, habe ich so den Eindruck. Aber also ich finde, man sitzt hier ganz hervorragend. Das ist ganz lustig, auch mit dem Lenkrad hier. Man hat ganz normal wie beim Fahrrad diese Nabenschaltung. Ich hatte Angst, dass was kaputt geht, glaube ich. Okay, weiter. Wann sind wir endlich da? Du hattest bestimmt früher ein Tandem, ne? Einer musste strampeln, du hast die Beine baumeln lassen. Glaube schon. Kurve. Rechtskurve. Achso, links. Oh. Wir haben einen verletzt. Wir brauchen bitte eine Pflegefachkraft. Okay, wir machen wieder alles hoch hier. Vom Lukas Sander persönlich über die Messe sich fahren lassen. Das war mir ein Vergnügen. Das am vierten Messetag gibt es das als Hauptgewinn. Das ist das neue Mobil für hier spricht die Pflege. Wunderbar. Okay, wir sind raus. Ich bringe ihn weg, das ist gar kein Problem. Er kann nichts dafür. Ciao, vielen Dank. Danke. Das Thema stationäre Tourenplanung gewinnt immer mehr an Bedeutung und dazu haben wir uns was angeschaut. Björn, sag mal, wann habt ihr damit angefangen, mit der Entwicklung der stationären Tourenplanung? Ja, Kunde ist Mitte letzten Jahres auf uns zugekommen und im Rahmen dieser Projektierung wird der stationäre Tourenplan gemeinschaftlich mit dem Kunden entwickelt. Was waren die ersten Rückmeldungen der Kunden, nachdem ihr es eingeführt habt? Wir hatten natürlich Spaß dann bei der Arbeit. Ne? Der Vorteil ist ja wirklich, du kannst direkt die Dokumentation am Bett machen. Du hast nicht mehr die Problematik, dieses Nadelöhr, dann dem direkt im Schwesternzimmer vor dem PC. Vieles geht ja auch dann auf dem Weg nach und nach verloren. Und ja, es geht einfach viel einfacher, effizienter, zeitsparender. So, dann warum führen die überhaupt eine Tourenplanung ein in einem stationären Kontext? Ja, großes Thema ist ja natürlich jetzt Personalbemessung, die basiert auf die Qualifikation und das alles abbilden zu können und das zu vereinfachen, bietet sich natürlich so eine stationäre Tourenplanung optimal an. Bisschen angelehnt an den ambulanten Bereich und das Ganze übertragen, stationären Bereich. So, hier gibt es irgendwas zum Thema künstliche Intelligenz. Wir wissen überhaupt nicht, worum es geht, aber wir wissen, dass dieser Mensch dazu etwas entwickelt hat, genau. Der Philipp. Da und fragen wir jetzt nach, genau. Hi Philipp. Hi, schön, dass ihr da seid. Okay, künstliche Intelligenz. Wir verstehen immer noch nicht genau, was ist das? Wie soll das funktionieren? Was macht das Ding? Wir lösen mit künstlicher Intelligenz manuelle Prozesse, die aktuell in der Dienstplanung und in der Tourenplanung, in der ambulanten und stationären Pflege von Hand gelöst werden. Viel, viel Arbeit, viele, viele Stunden manuelle Arbeit und wir lösen es innerhalb von Sekunden auf einen Klick. Klingt irgendwie ein bisschen unheimlich, das heißt, man muss vorher ein bisschen Arbeit wahrscheinlich investieren und dann funktioniert es, also es erleichtert mir die Prozesse danach vermutlich, oder? Exakt, genau. Also wir haben am Anfang, muss man in der Tat ein bisschen Vorarbeit leisten, ein bisschen seine Daten gepflegt haben, also künstliche Intelligenz und all das lebt natürlich von guten Daten. Aber dann komme ich einfach runter auf, wie gesagt, wenige Minuten tägliche Arbeit und spare mir sehr, sehr viel Stress. Das ist das, was vor allen Dingen Führungskräfte brauchen, ja. Die ja wahrscheinlich mit der Dienstplanung die meiste Zeit verbringen, oder? Exakt, zum einen, aber zum anderen profitieren natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon, weil sie können ihre Wünsche eingeben, sie können sagen zum Beispiel nächsten Samstag heiratet meine Schwester, da möchte ich gerne nicht arbeiten, können all das hinterlegen und so profitieren eigentlich alle davon. Ja. Okay, also das Thema Digitalisierung ist ja heute das Hauptthema hier auf der Messe und das ist ein gutes Beispiel für ein sehr spezielles Thema. Mal gucken, wo es hinführt. Super, danke euch. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir gehen jetzt auf die Avaneo, der Raum für Innovationen, und gucken mal, was es für Startups gibt. Wir sind jetzt hier im Dienstzimmer, einem Bewertungsportal für Pflegekräfte. Und ich bin total gespannt, weil wir dürfen es jetzt mal ausprobieren und ich werde jetzt mal richtig bewerten. Ja. So, ihr habt hier etwas entwickelt, wo man nach verschiedenen Kriterien Arbeitgeber bewerten kann. Und nicht einfach nur schreibt, war total scheiße. Oder genau. War total super. Wir haben ein Bewertungsportal für Pflegekräfte entwickelt, wo Pflegekräfte ihren Arbeitgeber bewerten können nach pflegespezifischen Kriterien. Zum Beispiel, wie viele Patienten muss eine Pflegekraft versorgen, wie ist das Pflegematerial, damit
Pflegekräfte schon vor einer Bewerbung sich über einen neuen Arbeitgeber informieren können und nicht Bewerbungen ins Blaue hinein und dann von einem schlechten Arbeitgeber zum nächsten und im schlimmsten Fall sogar die Pflege ganz verlassen. Und das heißt, ich kann hier einfach durchklicken, so wie ich das jetzt hier gerade mache? Genau, das ist, man registriert sich komplett anonym und kostenlos, komplett fiktiver Benutzername und dann bewertet man seinen eigenen Arbeitgeber, gibt einen kurzen Kommentar dazu ab, um das nochmal zu untermauern. Hier spricht die Pflege mal wieder und senden. Genau. Tada. Genau, die Bewertung wird jetzt bei uns noch theoretisch im Backend geprüft. Also wir geben nicht einfach so Bewertungen frei, einfach weil wir auch fair den Arbeitgebern gegenüber sein müssen. Auch, ja. Genau, wenn da irgendwelche, sagen wir mal ganz blöd, irgendwelche Beleidigungen oder so reingeschrieben werden oder welche die Pflegedienstleitung zum Beispiel namentlich genannt wird oder so, das geben wir natürlich dann nicht frei. Ne? Sehr gut. Sehr schön. Dankeschön. Vielen Dank für den Einblick. Also geht auch mal aufs Dienstzimmer und wir machen jetzt erstmal ein Selfie. Ja, genau. Jan, ich brauche Shampoo. Warte, da ist Shampoo für deine Haare. Boah, das ist so gemütlich. Aber das Gute daran ist, mal, da steht ein Rollstuhl hinten drin. Da kannst du, kann man einen Menschen mit dem Rollstuhl? Hallo, ich sitze jetzt hier und ich hoffe, dass wir jetzt losfahren. Ja, wir tun so, warte. Wir tun so. Vor allem ist elektrisch. Ja. Das ist kommen so Sie her, Mutti. Kommen Sie her. Die Mutti wieder. Boah, ist das herrlich. Das ist sehr schön. Wir sind bei der Pflegekammer NRW, Sandra Postel. Kammer ist ja echt so ein Reizthema, muss man sagen. Ne? Da gibt es die Pro und die Kontras. Was sind denn so die häufigsten Themen, mit denen du heute konfrontiert bist? Das Top-Thema. Das Top-Thema ist natürlich immer, was kann die Kammer erwirken? Ja, brauchen wir sie wirklich? Kollegen ließen sich da relativ klar drauf ein. Also wir konnten sehr gut mit gerade hier auf der alten Pflegemesse natürlich mit den Kollegen sprechen, die im pflegerischen Alltag der stationären Langzeitpflege unterwegs sind. Das, finde ich, ist ja genau das Ziel gewesen, also klar zu machen, ja, wenn wir keine Strukturveränderungen bekommen, wenn wir nicht mitsprechen, wenn wir nicht in die Selbstverwaltung kommen, dann bleibt es so, wie es aktuell ist. Und keiner der Kollegen, die hier mit am Stand waren, hat gesagt, dass es gerade super ist. Sondern das, was von den Kollegen kommt, ist, wir müssen dringend etwas tun für die Pflege. Ja? Und wir können nur Pflegefachpersonen stärken, damit wir dann auch gut pflegen können. Ist ja in Nordrhein-Westfalen sowieso irre. Es sind ja ganz viele Pflegefachpersonen hier aus den unterschiedlichsten Settings und Kinderkrankenpflege, Krankenpflege, Altenpflege, generalistische Pflege. Und wir brauchen alle Kolleginnen und Kollegen. Es wird immer wieder auch so gefragt, ja, ist das nicht was für Funktionäre, so eine Kammer? Aber der Punkt ist doch der, wir können hiermit endlich den Pflegealltag, also das, was vor Ort wirklich auch die Probleme macht, an die Politik heranbringen. Und wir können Veränderungen auch erzielen, indem wir an die Verhandlungstische kommen und nicht mehr Pflege nur Verhandlungsmasse ist. Das, was man automatisch ist, wenn man kein Verhandlungspartner ist. Und ich finde, dafür muss so klar sein, wir brauchen einen super Mix, auch nachher wirklich in der politischen Arbeit von Kollegen, die Gremien erfahren sind, aber vor allen Dingen von Kollegen, die wissen, wie es vor Ort läuft. Liebe Kollegen, lasst euch registrieren, lasst uns zusammen irgendwie gut wirklich politisch aktiv werden, damit wir Rahmenbedingungen verändern können. Und hört den Podcast. Wer noch nicht Ahnung hat, was die Pflegekammer macht, warum wir sie brauchen, hört den Podcast, weil das alles erklärt von klein bis groß. Genau, also wir versuchen über alle Medien natürlich alle zu erreichen, ob das jetzt Pflegestärke ist oder aber auch sowas hier mit euch irgendwie zu sprechen. Das heißt, bitte auch alle irgendwie alle kritischen Fragen ruhig an uns senden, weil wir brauchen auch, und ich finde auch, das ist so super wichtig, wir brauchen kritische Kolleginnen und Kollegen. Also nicht nur jetzt motzen, aber ich bin ja nicht der Meinung, dass wir auch alles gut reden müssen in der Pflege, sondern dass wir durchaus auch sagen müssen, was muss ich verändern. Der Beruf ist cool, ja, aber die Rahmenbedingungen nicht aktuell. Jetzt war ja heute Morgen die Claudia Moll bei euch auch, die Pflegebevollmächtigte. Was war denn für dich so ein Moment, an dem du denkst oder mit ihrem Gespräch vielleicht für dich das Gefühl hattest, okay, da haben wir gerade die Richtige am richtigen Platz. Gab es sowas? Also wir haben mit Claudia Moll eine Pflegefachperson da sitzen und das ist ein Riesenfund. Das ist das zweite Mal in der Geschichte Deutschlands, Entschuldigung, ja, dass wir mal eine Pflegefachperson auch als Pflegebevollmächtigte haben. Und ich glaube, wir müssen hier sehr deutlich machen, wie sich Pflege auch weiterentwickelt.
weiterentwickeln muss, dass wir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch kritisch uns mit ihr auseinandersetzen müssen. Ich finde, das gehört dazu. Und darauf kann man sich auch nur freuen. Und ich glaube, sie hat auch das offene Ohr dafür. Und das ist sehr wichtig. Ich danke euch. Schön. Ich habe dir das dann. Schön, dass ihr hier in der Pflege eine Stimme.